Meine Interviewpartnerin ist heute die bekannte Verpackungsdesignerin Susanne Lippitsch. Hallo Susanne. Hallo Caro. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Und wir haben letzte Woche gesprochen über das Thema Familie. Der Begriff ist ja heute eigentlich ein ganz anderer. Es ist nicht mehr Vater, Mutter, Kind, sondern es ist oft, ja, fast jedes dritte Kind lebt in einer Patchwork-Familie. Und die Konstellationen werden immer komplizierter und größer. Und du hast da schon einiges mitgemacht und miterlebt. Und ich kenne eigentlich kaum jemanden, der das mit so viel Gelassenheit und Toleranz geschafft hat wie du. Und ich freue mich, dass wir heute über Patchworken sprechen. Und ich bin mir sicher, ich kann mir auch was von meiner Situation mitnehmen. Bevor wir loslegen, kannst du dich einmal vorstellen, was du so machst, wie deine Situation im Moment ausschaut? Ja, also wie gesagt, bin mit Patchwork quasi überhaupt ins Familienleben gestartet, abgesehen von meiner eigenen Grundfamilie, die eine ganz klassisch normale, sehr wunderbare, wunderschöne Kindheit mit zwei Brüdern, Eltern, die sich nicht getrennt haben, bis heute zusammenleben, 50 Jahre verheiratet sind. Habe ich den Vater meiner Tochter Lina kennengelernt mit bereits einem Kind aus seiner ersten Ehe und habe die ersten 7 Jahre quasi ein Bonuskind genossen und ja, dann kam Lina dazu. Also 7 Jahre war sie sozusagen in der Konstellation? Nein, er war, also, nein, stimmt gar nicht, er war 7, wie er quasi, also wie ich den Mike kennengelernt habe, war der Jakob 7 und die Lina ist auf die Welt gekommen, da war er 10. Also eigentlich habe ich ihn, genau, eigentlich waren es 3 Jahre. Genau. Richtig. Und dann kam, als die Lina 3 Jahre alt war, die Trennung. Und dazwischen hatte ich ein paar sehr intensive Jahre in einer alleinigen Mutter-Tochter-Beziehung. Und vor jetzt auch mittlerweile 7 Jahren kam dann Thomas zu uns, der selber 3 Kinder hat. Okay, also dann wieder die andere Seite. Genau. Also ich habe so ziemlich alles erlebt. Also Patchworken mit einem Bonuskind, Patchworken mit einem eigenen Kind, das dann ein Geschwister vom Bonuskind wurde, was natürlich auch sehr, sehr viel verändert hat. Für mich in den Ansichten und auch im Gefühl dem Bonuskind gegenüber. Also quasi es wurde der Bruder meiner Tochter und nicht nur mehr der Sohn meines Partners. Und ja, dann eben jetzt seit 7 Jahren Thomas, seine 3 Jungs, mit denen wir das aber ein bisschen anders handhaben. Also. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wichtig ist einmal die Frage für jeden, welche Rolle man einnimmt, oder? Also wie war das für dich, wie du da eigentlich relativ jung in diese schon bestehende Familie gekommen bist? Also ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich immer, dass man ja, also dass ja jeder hat im Prinzip eine Vergangenheit, dass nur ein Partner mit einer Vergangenheit mit Kind natürlich die Vergangenheit immer in die Gegenwart hineinspielt. Ja. Also es ist natürlich immer sowohl operativ als natürlich auch finanziell ein Thema. Ja. Da gibt es einfach immer quasi einen Elternteil zu dem Kind, das quasi nicht deins und auch nicht der Elternteil ist, auch nicht dein Partner, gehört aber im Prinzip zu deiner Familie dazu. Ja, weil natürlich ist das dann in Jakobs Fall die Mutter von ihm, wobei ich dazu sagen muss, und das habe ich eigentlich ihr zu verdanken, dass ich von ihr sehr, sehr viel gelernt habe, wie Patchworken ganz anders funktionieren kann. Also eigentlich ist das ja gar nicht von mir ausgegangen, sondern sie war diejenige, die mich kontaktiert hat und gesagt hat, hey, du hast jetzt viel Zeit mit meinem Sohn und ich möchte dich gern kennenlernen. Ich meine, ich möchte wissen, wer mit meinem Sohn zu tun hat. Und ich fand das großartig. Also welche Rolle hast du übernommen? Weil die Rolle der Stiefmutter ist irgendwie natürlich nicht negativ, also besetzt, sowieso durch diese ganzen Märchen. Man ist auch keine Stiefmutter, wenn, also solange es Eltern gibt, ja, haben die Kinder ihre Eltern, die haben ja Mutter und Vater, die leben nur getrennt. Also das Einzige, was man tun kann, ist quasi im Prinzip eine Art freundschaftlicher Elternteil zu werden oder vielleicht eine Bonusmama, wenn man schon Bonuskind sagt. Ich finde den Ausdruck wahnsinnig schön, weil das so positiv besetzt ist. Natürlich hat es auch mit Schwierigkeiten zu tun. Natürlich gibt es da immer wieder Missverständnisse bis hin zu Konflikten. Jetzt in meinem Fall vielleicht nicht so, aber natürlich
lustig und einfach ist was anderes. Ja. Ja. Also Patchworken bedeutet natürlich immer auch viel Toleranz, viel Feingefühl und auch die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Ja. Es ist ja für keinen der Beteiligten leicht. Und es sucht sich ja in Wirklichkeit auch niemand freiwillig aus, solche Situationen entstehen natürlich. Also die Mutter ist auf dich zugekommen, hat gesagt, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und wie hat Jakob, der war damals, hast du gesagt, 7, wie hat er das aufgenommen? Ja, ich weiß nur, dass der Jakob irgendwann einmal zur Angelika gesagt hat, du Mama, wie ist es eigentlich, wenn ich die Susanne lieb habe? Und sie hat daraufhin geantwortet, ich glaube, am besten ist, wir haben sie alle lieb. Was natürlich eine sehr große Geste ist, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie mich nicht wirklich lieb gehabt hat. Ja, es ist halt schwierig, wenn man getrennt ist und der Partner neue Partnerin bekommt. Und das dauert viele Jahre, bis einen das gefühlsmäßig nicht mehr berührt. Auch wenn man sich gut getrennt hat oder weiß, dass die Trennung richtig und notwendig oder wie auch immer war. Aber da gehört schon Stärke dazu. Kopf und Gefühl sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Und es zeugt schon von sehr viel Stärke und Größe, wenn man so reagiert. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Und das hat mich natürlich auch beeinflusst. Ja. Dann auch in meiner späteren Trennung und in der weiteren Patchwork-Geschichte. Also ich glaube, ein Problem kann sein, eben, was ist meine Rolle? Und Loyalitätsproblem von der Perspektive der Kinder sicher auch ein Riesenthema. Und das war halt für den Jakob jetzt nicht so schwierig, weil für ihn war halt klar, die Mutter ist seine Mutter und du warst vielleicht mehr eine Freundin für ihn? Oder? Ja, ich meine, ich habe natürlich auch sehr viel Zeit mit ihm verbracht und es war tatsächlich so, wenn der Jakob da war, dass wir gesessen sind, gezeichnet und gebastelt haben und eigentlich ja, wir eine sehr innige Beziehung aufgebaut haben und die gibt es bis heute. Mein Jakob ist erwachsen und wir sehen uns sehr selten, aber wenn wir uns sehen, ist es schon ein bisschen mehr als nur, das ist jetzt ein junger Mann, den ich halt kenne. Und ja, ich freue mich immer sehr, wenn ich von ihm höre. Und was mich persönlich sehr positiv berührt hat, war, wie er zu mir gekommen ist als allererstes und mir erzählt hat, dass er, nachdem er schon die erste Oberstufe hinter sich hatte, sich still und heimlich auf der Modeschule Hetzendorf zur Aufnahmeprüfung angemeldet hatte, die geschafft hat und in Weil diese du ja Schule auch gehen wollte. Nein, ich war nicht dort, aber wir haben diesen künstlerischen Connex immer gehabt. Ich bin in Graz in die Schule gegangen, auch in eine Kunstgewerbeschule und finde solche Schulen prinzipiell ganz, ganz großartig. Und es hat mich sehr gefreut, dass er da als erstes zu mir gekommen ist und das hatte natürlich auch den Grund, dass ich ja ganz anders reagiert habe, weil es viel wertfreier. Ne? Für mich war das einfach viel sachlicher und da waren keine Emotionen drin im Sinne von, puh, das ist jetzt mein Sohn, echt, der will jetzt in eine Modeschule gehen, ist alles in Ordnung mit ihm? Genau. Wie soll er mal Geld verdienen? Anführungszeichen künstlerischer, vielleicht brotloser Job und so weiter. Und ich habe ihn total bestärkt und ich fand das großartig, dass er sich dafür entschieden hat und fand das wunderbar und habe ihn gratuliert, dass er mit eben knapp 15 schon so reif war, dass er für sich allein diese Entscheidung getroffen hat und das einfach durchgezogen hat. Meine, da gehört auch schon sehr viel dazu. Und seine Eltern haben halt anfänglich schon ein bisschen anders reagiert. Ne? Da kam dann natürlich, und das verstehe ich auch, seit ich selber ein Kind habe, dass man da anders reagiert, weil man natürlich emotional total drinnen hängt und das ist halt das eigene Kind, da macht man auch ganz viel Blödsinn. Ja. Also das ist schon, da merkt man, dass man, also in der Theorie und Praxis sind immer zwei verschiedene Dinge und es ist natürlich auch Kopf und Herz immer zwei verschiedene Dinge. Und in der Theorie und im Kopf hätte ich wahrscheinlich, wenn ich meine Erziehung von der Lina von außen gesehen hätte, oft geschrien, stopp, halt, das kannst du so nicht machen und du kannst es nicht einknicken und du musst jetzt hart bleiben und du musst jetzt diese Grenze setzen. Und in der Praxis schaut es ganz anders aus. Ja, da kommt dazu, dass man ja, vielleicht mal erschöpft ist, finanziellen Stress hat, irgendwelche Sorgen hat. Ja, dann knickt man halt ein und sagt, ja, mach. Ja, ich will jetzt nicht streiten, ich will nicht in Konflikt gehen, ich will jetzt keine Konfrontation mit dir haben, ich habe die Kraft und die Energie einfach nicht. Und das ist natürlich dann auch, war in der Zeit, wo ich Alleinerzieherin war, wo ich jetzt wirklich diese Mutter-Tochter allein Jahre hatte, war das natürlich ganz oft sehr anstrengend, ja, dass man wirklich im Operativen, da gibt es dann
natürlich an den Wochenenden war sie immer wieder bei ihrem Vater und wir haben da auch wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Sie hat sich immer ganz wunderbar um die Lina gekümmert bis heute. Aber im Grunde genommen, unter der Woche, dieses tägliche, immer für alles zuständig verantwortlich zu sein, alles durchzubesprechen, zu entscheiden, das kann schon sehr anstrengend sein. Also Patchwork-Familien haben auch wirklich ihren Vorteil. Also erstens, dass du eben zusammenarbeitest und ich glaube auch jetzt speziell für Jakob, der hat sozusagen seine zweite Familie auch gehabt und mit einigen Dingen ist er eher zu dir gekommen. Genau. Und das ist eigentlich für ihn auch sehr positiv. Und das andere ist, er hat schon als Kind gelernt, mit solchen schwierigen Situationen umgehen zu lernen. Deswegen finde ich auch dieses Wort Bonus, also wenn man jetzt ein Bonus-Elternteil ist oder ein Bonus-Kind ist, natürlich profitieren alle davon. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass es nicht einfach ist. Und im Fall von Jakob muss ich auch dazu sagen, dass er auch Angelikas Eltern sehr, also ganz unglaublich damit umgegangen sind. Mhm. Ja, also ich weiß noch, dass ihre Mutter zu Mike, also ihrem Ex-Schwiegersohn, gesagt hat, jetzt muss ich meine neue Schwiegertochter kennenlernen, was natürlich sehr lustig ist, weil ich bin ja nicht ihre Schwiegertochter. Ja. Aber, und wir haben auch viele Jahre gemeinsam die Tradition gehabt, dass wir uns an Heiligabend zumindest auf ein Getränk treffen, bevor wir als kleine Ursprungsfamilie, also Mike, Lina und ich, gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. Und das machen wir bis heute. Genau, also das wollte ich dich fragen. Seit 15 Jahren. Weihnachten steht ja quasi schon vor der Türe. Und ja, ich meine, das ist jetzt nicht nur emotional, können Konflikte entstehen, aber auch logistisch bei so einer Patchwork-Familie. Und wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gelöst mit Weihnachten? Also wir haben einfach für uns beschlossen, dass solange die Lina das möchte, wir Weihnachten exklusiv für sie da sind, einfach als ihre Eltern. Mhm. Es war uns auch wichtig, dass sie einfach merkt, dass die Trennung jetzt gar nichts mit ihr zu tun hat, ja, dass das überhaupt nicht ihre Schuld ist. Und ich glaube, Kinder haben ganz oft und ganz unterbewusst immer das Gefühl, dass sie schuld an der Trennung der Eltern sind. Und war sehr spannend, wie Mike und ich uns getrennt haben, was ja dann wiederum 7 Jahre später war, der Jakob gemeint hat, jetzt weiß ich, dass ich nicht schuld war, ja? Obwohl es ihm nie jemand gesagt hat. Ja? Und die haben sich ja auch getrennt wieder, Jakob. Ich weiß es jetzt auch gar nicht. Auch 7 Jahre, glaube ich, hast du gesagt. Ne? Ja, ein bisschen vorher schon. Ja. Oder nein, ja, wir auch 7 Jahre. Ja, genau. Und ja, es ist schon sage ich mal, herausfordernd, aber es kann auch sehr befruchtend sein. Ja? Also es kann natürlich so eine, es wird dann eine bunte, große Familie und man muss auch dazu sagen, dass es natürlich für die Großeltern schwierig ist. Ja? Ich meine, das ist ja auch. Die kommen aus einer anderen Generation. Die kommen aus einer anderen Generation. Und da die Größe zu haben und zu sagen, ja, okay, also ist so und wir akzeptieren da jetzt auch eine, sage ich mal, zweite, dritte, vierte Schwiegertochter in manchen Fällen, ja, ist auch eine Herausforderung. Ja? Und ist natürlich auch eine Umstellung und schwierig in also im Weihnachten gefeiert mit der Mutter auch, also Jakob und Mutter von Jakob war auch dabei? Oder? Nein, also nein, Jakob auch nicht. Also das war wirklich nur der Mike, die Lina und ich haben Weihnachten immer, also Heiligabend zusammen gefeiert, haben uns dann natürlich. Und der Jakob war mit seiner Mutter. Genau. Und wir haben uns aber meistens davor, also Jakob hat mit seiner Mutter und auch seinen Großeltern und meistens auch mit Angelikas Bruder, also und Cousins und Cousinen, Cousinen in dem Fall nur, zusammen Weihnachten gefeiert und wir haben uns dann oft getroffen, wenn wir im ersten Bezirk gefeiert haben, sind wir halt davor noch schnell rüber spaziert, haben mit ihnen angestoßen, haben frohe Weihnachten gewünscht, haben auch Geschenke ausgetauscht und dann sind wir quasi wirklich für unsere kleine eigene Bescherung wieder entweder in den ersten Bezirk oder hier in den 23. gefahren und haben gemeinsam Weihnachten gefeiert und uns dann natürlich wieder verabschiedet. Dann blieb Lina halt bei Papa oder halt bei mir und ja, das war immer sehr schön und natürlich kommen ja dann, Familie ist immer was Großes, ne? Da kommen ja dann die eigenen, meine Eltern, also die anderen Großeltern auch noch dazu und wir sind dann traditionell immer am 25. nach Graz gefahren und haben dann noch einmal Weihnachten gefeiert mit quasi meiner Familie, meinen Brüdern, Cousins, Cousinen, großer Haufen. Und da war der Ex dann auch? Also der nein, der war dann nicht mit, also ab der Trennung war das nicht mehr, das war dann auch wirklich. Okay, also es ist schon auch ganz gut und gesund, wenn man das ganz gut absteckt. Mhm. Ja, also trennen heißt ja auch, dass man sich auch auf eine gewisse Art und Weise von Dingen verabschiedet,
von Träumen, von gemeinsamen Vorstellungen vom Leben. Und da muss man schon ganz strikt für sich und auch für den anderen einfach Abstriche machen. Und dann funktioniert es gut. Ja. Es funktioniert dann nicht gut, wenn einer von beiden quasi irgendetwas nachhängt und da noch zu viel hineinmischt. Und es ist ja auch wichtig, wenn man einen neuen Partner in sein Leben lassen will, dass da auch Platz ist für diesen neuen Partner. Wenn da immer noch ein alter Partner irgendwo mitten im Weg steht, um den man da auch rundherum gehen muss. Aber wie habt ihr das geschafft? War es in der Therapie bei der Trennung oder vor der Trennung, nach der Trennung? Wir haben in der Trennungsphase eine Imagotherapie gemacht und haben dann auch nachher einen Therapeuten gar nicht so oft getroffen. Und da hat sich dann sozusagen geklärt, okay. Mhm. Ich fand auch diese Metapher sehr schön. Wir sind quasi angeheuert als Mannschaft auf einem Boot und segeln in die gleiche Richtung. Und diese Klarstellung von, es ist zwar unsere Paarbeziehung vorbei, aber wir sind immer noch Eltern und haben bis an unser Lebensende eine Elternbeziehung, dass das natürlich dann auch eine schöne Metapher und ein schönes Bild war. Das ist schon sehr großartig. Diese Erkenntnis oder diese Akzeptanz, dass man sein Leben lang einfach miteinander verbunden bleibt, hat natürlich auch sehr geholfen, dass man das ganz klar für sich definiert. Mhm. Was ist jetzt quasi mit unserer alten Beziehung und was ist jetzt mit uns als Eltern? Also kannst du das empfehlen, in einer Trennungsphase so eine Therapie zu machen? Ja, ich meine, das muss jeder für sich entscheiden. Die Frage ist halt, ob die Bereitschaft... Genau. Also bei mir war auf jeden Fall die Bereitschaft nicht da, ja, von meinem Ex-Mann, kann man sagen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr... Das kann man, glaube ich, auch gar nicht verallgemeinern. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Es geht auch, ich meine, natürlich ist eine Trennung immer aufgebaut auf einer Verletzung. Mhm. Also einer von beiden ist im Normalfall verletzt. Mhm. Also in den seltensten Fällen trennen sich Paare, weil sie jetzt quasi, weil sie feststellen, es ist nicht mehr genug, da ist nichts mehr da. Passiert auch. Im Normalfall kommt ein dritter Partner ins Spiel und das ist natürlich immer verletzend. Mhm. Ja, und das ist auch als Verletzter wird man vielleicht irgendwann einmal feststellen, dass man schon sein Schäuflein dazu beigetragen hat. Und bei uns war es eigentlich so, dass es mich verwundert hat, weil wir haben irgendwie beide behauptet, unsere Beziehung war super und perfekt und dann kam halt plötzlich Person Nummer 3 ins Spiel. Ja, und dann hat halt die Therapeutin gemeint, naja, nein, die Beziehung war nicht perfekt, weil wenn sie perfekt wäre, kommt kein Dritter. Mhm. Also besteht die Möglichkeit gar nicht, dass jemand Dritter da hineinbricht. Genau. Und da ist dann natürlich auch schön, wenn man dann erkennt, okay, jeder hat sein Schäuflein dazu beigetragen. Ja? Da gehören schon immer auch zwei dazu. Ja? Also, und natürlich ist ein Kind zu haben und zu arbeiten, Geld verdienen, das ganze Operative, das ist herausfordernd, das ist schwierig und anstrengend. Und da denke ich mir irgendwie auch, da war vielleicht früher so dieses klassische, diese Großfamilie, wo dann halt auch immer alle zusammengeholfen haben und dieses Gefüge einer großen Familie natürlich das Familienleben auch leichter macht. Ja? Wenn du dann Großeltern hast, das war in unserem Fall, unsere eigenen Eltern waren ja Steiermark und Vorarlberg. Das heißt, wir hatten auch wirklich niemanden, der uns vor Ort helfen konnte, außer man bezahlt jemanden, der aber jetzt auch nicht zur Familie gehört. Mhm. Das sind schon so, sag ich mal, Prozesse, die es schwieriger machen, auch so ein kleines Familienalltag zu leben. Und wenn du eine große Familie hast, die dich unterstützt, dann ist das natürlich auch einfacher. Ja? Dann kann man mal seine Auszeit auch als Paar haben und hat einfach diese ganz selbstverständliche Unterstützung, die natürlich schön ist, wenn man die hat. Ja? Und andererseits ist dann auch nach einer Trennung der Vorteil, also dass man auch diese ganz wunderbare und Ausnahmesituation hat, dass man zum Beispiel als getrennter Partner oder als getrennte Frau auch mal als Mutter quasi eine Auszeit für sich hat. Ja? Dass das Kind ist gut aufgehoben beim Papa, das ist ja in einer normalen Beziehung kaum der Fall, dass der Papa mal ein Wochenende mit den Kindern wohin fährt und du hast mal so richtig Zeit zum dich hängen lassen, einmal Dinge aufarbeiten, was auch immer für dich gerade wichtig ist und passt, ja, oder gerade sein muss. Du hast einfach, bist raus aus dieser operativen Geschichte, brauchst dich nur um dich selber kümmern. Und das ist echt Luxus. Also das ist schon in einer
Trennungssituation, das haben halt normale Familien oder. Wie habt ihr das dann nachher gemacht nach der Trennung? Jedes zweite Wochenende war die Lina. Anfangs haben wir es so gehabt, dass die Lina jeden Samstag, glaube ich, beim Papa war und dann am Sonntag bei mir. Und dann irgendwann haben wir beschlossen, dass es für alle angenehmer ist, wenn man es wirklich wochenendweise macht, weil sonst sind die Wochenenden immer so zerrissen. Und dann haben wir es so gemacht, dass jedes zweite Wochenende Lina von Freitag bis quasi eigentlich Montag früh oder Sonntagabend beim Papa ist. Und damit gibt es dann auch mehr Alltag für alle. Mhm. Also wirklich mal ein ganzes Wochenende frei für die Mutter und ein ganzes Wochenende für Tochter und Vater, wo sie auch theoretisch mal wohin fahren können, was unternehmen können, aber auch diesen Alltag haben mit schlafen gehen, gemeinsam frühstücken, Mittagessen. Also ich glaube schon, dass das auch ganz wichtig ist, dass die Kinder nicht nur sozusagen das lustige Bonuswochenende beim Papa haben, sondern dass da auch ein Alltag ist. Was hältst du von 50-50? Es gibt viele Patchwork-Familien, die jetzt sozusagen wirklich 50-50 machen. Ich glaube, dass es für die Kinder sehr schwer ist. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich meine, das muss auch jeder handhaben, wie er möchte. Ich habe das Gefühl, dass es für die Kinder schwierig ist, wenn sie wirklich so ein 50-50-Leben haben, wo sie, weil bei uns ist ganz klar, zu Hause ist hier. Mhm. Das ist ihr Zuhause. Beim Papa ist auch zu Hause, aber das ist halt schon was anderes, aber jetzt nicht so ihr Lebensmittelpunkt. Und ich glaube, wenn du immer die halben Sachen, die halbe Woche hast du die Sachen da und die halbe Woche hast du die Sachen da. Also ich kann mir vorstellen, also ich glaube, mich würde es stressen. Und ich weiß, dass es ist für die Kinder belastend, auch dieses jedes zweite Wochenende zum Papa, so sehr sie natürlich den Partner, den getrennten Elternteil auch genauso lieben. Ist es, also die Vorstellung, muss ja nur jeder Erwachsene sich hineinversetzen, die Vorstellung, wenn du jedes zweite Wochenende woanders hinziehen musst, ja, auch wenn du dort dein eigenes Zimmer hast und halt vielleicht manchmal keinen Bock hast, vielleicht kann man es auch mit einem Wochenendhaus vergleichen, dass halt dieser, nur ins Wochenendhaus fährst du halt freiwillig im Normalfall. Als Kind hast du halt keine Wahl, ja? Da entscheiden die Eltern, jedes zweite Wochenende bist du da und dann, ob du Bock hast oder nicht, musst du. Ja? Und es kam natürlich vor, dass die Lina gesagt hat, ich will nicht. Und ich habe dann immer sie bestärkt und gesagt, schau, dein Papa hat dich so lieb und wir sehen, ich werde es so fein haben. Und natürlich muss man die Kinder dann halt auch manchmal ein bisschen überreden, weil es auch wichtig ist, dass sie den Bezug zu beiden Eltern haben. Ja, das ist echt auch eine Gratwanderung, glaube ich. Das ist Feingefühl, Rücksicht nehmen, aber doch auch ein bisschen den Weg vorzeigen, ja. In Wirklichkeit sind die Kinder schon arm, weil ihnen halt auch keine Wahl haben. Ja? Sie müssen sich dem fügen und andererseits ist es natürlich auch... Wachsen sie sicher auch aus dieser Situation heraus, ja. Das und es ist für sie natürlich sicher auch gescheiter, als sie wachsen in einem Haushalt auf, wo Eltern nur streiten und nur Spannungen sind. Ja? Also es hat natürlich dieses Getrenntsein für die Kinder auch einen Vorteil. Ja, okay. Weil die dürfen, also im Normalfall dürfen Kinder aus getrennten Beziehungen mehr. Ja? Ja. Weil halt, das ist insgesamt lockerer und wie ich schon gesagt habe, ja, dann wird halt die Grenze doch nicht gesetzt und dann erlaubt man es halt und ja, ist eh angenehmer, weil dann habe ich ein bisschen Ruhe und so weiter. Du, wie hast es mit der Erziehung gemacht beim Jakob zum Beispiel? Du hast dich da in die Erziehung, glaube ich, nicht so eingemischt? Oder habt ihr das gemeinsam besprochen, du und die Mutter? Naja, ich habe mich natürlich in die Erziehung im Normalfall nicht eingemischt. Ja, und da war zum Beispiel eine Geschichte, wo wir gemeinsam essen waren und dann nimmt die Geli dem Jakob seinen Teller und schneidet ihm das Schnitzel. Der war damals um die 10. Und ich habe dann gesagt, na, jetzt wundert es mich aber gar nicht, dass der nicht essen kann. Sofort auf die Zunge gebissen und Angelika sagt dann zu mir, ja, Susanne, weißt du was, du erziehst dein Kind und ich erziehe mein Kind, okay? Und ich fand das dann großartig von ihr und auch richtig. Ja? Ich meine, es ist natürlich schwierig, dass man dann irgendwie nicht hinschaut und es hat sich für mich schon viel verändert, wie ich mein eigenes Kind bekommen habe, das dann quasi auch ein Geschwisterkind. Plötzlich war das die Schwester von Jakob und dadurch hat sich natürlich auch meine Kopf- und Verstand-Erziehung in auch eine emotionalere und verständnisvollere entwickelt. Und ich habe auch plötzlich verstanden, warum man selber oft, wenn man so nah dran ist und das gar nicht eben von außen sieht, warum man dann einfach Dinge tut und gar nicht erkennt, dass das Kind eigentlich jetzt alt genug ist, Dinge selber zu tun. Und das ist halt noch dazu noch schwieriger, wenn man jetzt in einer nur
Mutter-Tochter-Beziehung ist oder jetzt Mutter-Sohn-Beziehung, wie es die Angelika auch mit dem Jakob war, dass man das auch gar nicht so erkennt und sieht. Und da gibt es keine anderen Geschwister, die auch Aufmerksamkeit brauchen und quasi diese alleinige Aufmerksamkeit auf dieses Einzelkind abzieht. Ja. Und da gibt es keinen Partner, der sagt, hey, sag einmal, bist blöd, mach das nicht, ja. Das ist jetzt nicht gut und richtig. Ja, und andererseits gibt es dann natürlich Regeln, die du in deinem eigenen Haus aufstellst, die einfach für alle gelten. Wurscht, ob das jetzt Bonuskinder sind oder Besuchskinder. Also war für dich auch so, wenn der Jakob bei euch war, das war deine Regel, aber trotzdem hast du klare Grenzen gesetzt. Ich mische mich nicht in die Erziehung ein, aber wenn er bei mir zu Hause ist, gibt es meine Regeln. Und egal, ob du jetzt mein Bonuskind bist, mein Besuchskind, mit dem ich gar nichts zu tun habe, genau. Oder genau. Sonst jemand. Das ist, also auch wenn du dir was gedacht hast, hast du es einfach zurückgehalten nach dieser Geschichte, weil du gedacht hast, okay, ja, das natürlich. Ist wirklich... Ja, also mein, das ist schon, das, man hat natürlich, wenn die Emotionen dazukommen und das ist das eigene Kind, das man natürlich liebt, dann ist das... Ja. Ist Theorie und Praxis dann immer ganz was verschieden. Aber ich glaube, das ist echt ein sehr guter Tipp, ja. Dass du sozusagen dich als Partner, der dazugekommen ist, einfach ein bisschen zurückhältst. Ja, wir haben Seite getauscht. Genau. Also wer kennt das nicht, wenn plötzlich beim Handy die Speicherkapazität aus ist. Aber nichtsdestotrotz nach einem Arbeitstag, ja. Treffen wir uns wieder. Vielen Dank, dass wir heute zweimal miteinander reden können. Und inzwischen ist es finster geworden. Genau. Weil ich finde das Thema so spannend, dass ich eigentlich gerne noch mit dir sozusagen ein Schlusswort, ein Schlusspart machen möchte. Und wir sind dort stehen geblieben, da ging es um Erziehung. Ja. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass der Partner, der sozusagen in eine schon bestehende Familie kommt, das hast du so schön erzählt, vielleicht sich ein bisschen zurückzieht mit der Erziehung, weil das dann doch eigentlich Aufgabe der echten Eltern ist. Und so wie ich das verstanden habe, halt mit Feingefühl zurückziehen und vielleicht auf die Bedürfnisse des Kindes achten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, wenn man jetzt sozusagen als junge Mama, so wie du damals, also als junge Partnerin, Mama warst du ja noch nicht, da in so eine bestehende Familie kommst. Ja klar, ich meine, es ist natürlich, man sieht ja auch bei einem nicht eigenen Kind die Dinge viel weniger emotional und auch viel klarer. Und wenn man dann sein eigenes Kind hat und wenn dann auch noch das eigene Kind quasi ein Geschwisterl vom Bonuskind ist, kann man viel besser verstehen und auch nachvollziehen, wie das entsteht, dass man seine eigenen Kinder halt nicht nach... sage ich einmal, Schema erzieht und es auch nicht schafft, Regeln immer so strikt durchzuziehen. Und natürlich ist auch so eine, sage ich jetzt einmal, Mutter-Elternteil-Beziehung, die jetzt wirklich nur aus diesem Paar besteht, aus jetzt Mutter-Tochter oder Vater-Sohn oder Mutter-Sohn, wie auch immer, ist das natürlich ganz was anderes, als wenn es jetzt eine große Familie ist, wo alle auch ein bisschen mithelfen, mitmischen, wo Aufmerksamkeiten auch abgezogen werden, wo eigentlich auch miterzogen wird innerhalb einer Geschwisterreihe oder so. Also das ist jetzt auch viel, ja, glaube ich, schwieriger mit so einem Einzelkind allein, dass das nicht zu einer Prinzessin oder einem Prinzen wird. Da muss man schon aufpassen, dass man das ganz gut hinkriegt. Ja. Aber ja, schon auch natürlich schwierig, aber andererseits auch einfacher, ja, weil du hast nur ein Kind, mit dem du dich auseinandersetzt. Und das kann man dann auch ganz gut mal wo unterbringen, wenn man mal irgendwie was vorhat. Das ist natürlich mit einem Kind auch viel leichter. Stimmt, ja. Du hast ja wirklich beide Seiten jetzt erlebt. Du bist als junge Partnerin in dieser bestehenden Familie und jetzt schon mit deiner Tochter, da ist ein neuer Partner gekommen mit seinen Kindern, wo du halt, glaube ich, auch ganz klar jetzt das mit der Erziehung auch trennst. Ja. Gibt es etwas, was du jetzt abschließend sagen kannst, das hast du wirklich für dich gelernt, für dich mitnehmen können, also für Partner, die jetzt diesen Podcast hören, sozusagen die jetzt neu vor einem Patchwork-Familienstart stehen, hast du irgendwas, was du mitgeben kannst, was du für dich lernen konntest? Also ich kann sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass halt eine Vergangenheit eines Partners mit Kindern immer in die Gegenwart hineinfließt und dass das natürlich auch
beinhaltet das ein gewisses Geld? Das ist natürlich schon immer ein Faktor für jemanden. Also wenn du jetzt einen Partner hast, der eine Ex-Partnerin, Frau, wie auch immer, und Kinder hat, für die er natürlich, und das ist ja auch richtig so, auch finanziell unterstützend dasteht, kommen schon Situationen vor, wo man sich irgendwie denkt, wäre jetzt irgendwie schon fein, wenn jetzt wir nicht jeden Cent umdrehen müssten, und da gäbe es jetzt quasi rein theoretisch mehr Geld, praktisch gibt es das natürlich nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das einfach ausblendet, dass man sich dessen bewusst ist, dass dieser Partner das mitbringt und dass man das auch positiv sieht, dass derjenige sich um quasi verantwortungsvoll auch seine eigenen Kinder noch unterstützend, sowohl zeitlich als auch finanziell kümmert. Und das finde ich auch bei uns jetzt in der neuen Patchwork-Situation, die jetzt seit 7 Jahren besteht, wo das auch eine ganz andere Situation ist, wo das einfach 3 Kinder sind, die untereinander ja sich selbst haben. Und ich habe eine wunderbare Mama, also die brauchen jetzt mich nicht zum Bespaßen spielen oder was auch immer. Und ich finde auch schön, wenn dann der Vater sich um seine Söhne kümmert und die wirklich einmal ein Wochenende für sich Zeit haben, und ich genieße dann auch mein Wochenende mit meinem Kind. Also es ist auch okay, wenn man einfach patchworkt, indem man sagt, ich habe die Akzeptanz und die Toleranz für die Vorfamilie und nehme für mich sozusagen das auch positiv mit, dass ich einfach sage, okay, und jetzt habe ich auch mal meine Auszeit. Das ist natürlich, wenn man anfangs sehr verliebt, ist immer schwierig, weil man den Partner natürlich pausenlos sehen will und halt auch irgendwie den dann entsprechend vermisst. Und andererseits ist es aber auch einfach eine Zeit, wo man Zeit für sich und die eigene kleine Ursprungsfamilie sich nehmen kann, und das ist natürlich schon sehr schön. Das heißt, du hast für dich, du bist prinzipiell ein sehr toleranter Mensch, aber du hast für dich auch noch mehr Toleranz eigentlich gelernt, ja, durch diese Beziehung? Ja, selbstverständlich, und einfach auch zu das als Geschenk anzunehmen, dass man dass man Dinge auch anders kennenlernt und andere, ja, einen anderen Umgang innerhalb einer Familie, und dass man halt das Schicksal, wie es einen halt so trifft, annimmt. Dass man es einfach annimmt und als Geschenk versucht zu sehen, dass das nicht einfach ist und dass das nicht immer lustig ist, liegt auf deiner Haut. Man kann es auch so sehen, Patchwork-Familie ist lebendig. Selbstverständlich, ja, und das ist einfach eine große Familie, ja. So wie mit wir eigentlich auch im Prinzip gute Freunde irgendwie zur Familie, zumindest zu meiner Familie dazugehören. Das kann man ja definieren, wie man möchte, finde ich, das Thema. Also wenn man vielleicht versucht, dass jeder so seine Rolle hat in der vielleicht komplizierten Konstellation und eine gewisse Feinfühligkeit an den Tag legt, dann kann ja eigentlich sowas nur gut gehen, oder? Ja, ich meine, es setzt natürlich auch voraus, dass man einfach auch immer vielleicht ein bisschen versucht, sich in die Situation der anderen zu versetzen. Ich glaube auch, dass es für einen Partner dann natürlich auch schwierig ist wieder. Ich meine, ich habe es ja auch erlebt, als quasi Partner in eine Patchwork-Familie hineinzukommen, aber auch selber muss man natürlich dann auch sehen, wenn der eigene Partner wieder das eigene Kind als Bonuskind erlebt, dass man da auch Verständnis hat, dass das für den oft schwierig ist, auch zuzuschauen, wenn man halt wieder mal zu nachgiebig ist oder schon. Und das Hineinversetzen in den anderen ist, glaube ich, prinzipiell ein Rezept, das ganz gut funktioniert, das eigentlich ja auch Teil der Imago-Geschichte ist quasi dieses Verständnis dann auch automatisch aufzubringen, und dadurch entstehen halt auch weniger Missverständnisse und ist auch einfacher sozusagen, den anderen irgendwie zu tolerieren, dass der andere auf irgendeine gewisse Art und Weise reagiert und Befindlichkeiten hat und vielleicht auch traurig, verletzt, eifersüchtig, was auch immer ist. Also für jemanden, der jetzt kurz davor steht, in so eine Familie hineinzukommen, kann man sagen, keine Angst haben. Genau. Einfach, ja. Ja, und dieses, also ich meine, ich finde das sehr schön, ich habe das, bin wirklich der Angelika dankbar dafür und habe das auch dann selber so weitergeführt, dieses einfach, diese Größe zu haben und zu sagen, man gibt auch dem ehemaligen Partner die Chance, wieder sein Glück zu finden, egal wie es sich für einen anfühlt, sondern dass man einfach sagt, okay, im Grunde genommen, wenn es allen gut geht, geht es einem selber auch gut. Und es inkludiert Kinder, ehemalige Partner, neue Partner und einen selber. Total schön. Vielen Dank, Susanne. Sehr gerne, liebe Frau. Oh.